Ja, Shalom, ihr Lieben. Im Prinzip ist das hier eine Ergänzung oder zweiter offener Brief im Prinzip an die Hirten, Gemeindeleiter und so wie der am ersten Teil auch schon angesprochen worden ist. Und ich habe auch Resonanz bekommen. Überraschend viel, muss ich ehrlich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber es ist halt auch der Finger, den der Herr in die Wunde legt und der ja im Prinzip alles offenbar macht. Als erstes möchte ich aber ganz gerne auf die Antwort des Herrn Dr. Lothar Gassmann, den ich jetzt mal als Bruder Lothar anspreche, eingehen, der mir auch geantwortet hat, dass ich gerne bitte auch noch mal klar machen soll, dass seine Gemeinde kein eingetragener Verein ist. Und ich mache das gerne. Und dass er auch keinem Dachverband untersteht oder irgendeiner Kirche oder dem Staat. Und da habe ich den Bruder Lothar auch schon um Vergebung gebeten. Habt ihr das auch in dem anderen Video schon unten in die Videobeschreibung als wichtigen Hinweis platziert. Und freue mich sehr darüber. Ich spreche einfach frei vom Herzen, ohne mir das hier vorbereitet zu haben. Denn was das Herz voll ist, geht der Mund über. Aber mich hat das dennoch bewegt. Gerade diese Aussage mit dieser Erkenntnis, die der Bruder Dr. Lothar Gassmann dort hat und die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen hat. In seinem Video spricht er ja darüber, gibt uns Christen unsere Rechte zurück und spricht dort auch mit Gemeindeleitern. Nun weiß ich nicht, ob das eingetragene Vereine sind oder nicht. Jedoch spielt es bei dem, was mich bewegt hat, auch überhaupt keine Rolle. Sondern, was mich so beschäftigt ist, seit 20 Jahren legt uns der Herr, uns Brüdern, den Ruf aufs Herz, geht heraus aus ihnen, mein Volk, damit ihr nicht teilhaftig werdet an ihren Gräueltaten und nicht ihre Plagen empfangen werdet. Offenbarung 18,4 oder 2. Korintherbrief. Sondert euch ab und rühret kein Unreines an. So will ich euch annehmen. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Diese Dinge, diese Erkenntnis ist offensichtlich da bei dem Bruder. Und er zieht seine Konsequenzen daraus. Sondert sich ab und hat dann seine Gemeinde. Doch wie ist es dann möglich, mit dieser Erkenntnis Vorträge zu halten, an Veranstaltungen teilzuhaben und dort Vorträge zu halten, Predigten zu halten? In genau solchen Gemeinden, die ja noch in dieser Jochgemeinschaft leben, müsste einen eigentlich nicht mit dieser Erkenntnis, die man dort hat, die einem der Herr geschenkt hat, das Herz und der Mund überlaufen, aus Grund der Liebe zu seinem Bruder, die doch irren, und zwar offensichtlich, sie herauszurufen aus diesen Bindungen. Das ist die Frage, die sich mir gestellt hat. Wie ist das möglich? Dann nützt doch die Erkenntnis darüber und meine Absonderung überhaupt nichts, wenn ich dann diese irrenden Geschwister weiter in ihrem Stand lasse und mich in ihrem Chor mit einreihe und mitsinge. Ist es nicht genau dieser Ruf der Propheten, Apostel, und des Herrn selbst,
der ihnen ja den Hass der Welt und der religiösen Gemeinschaften erst hervorgerufen hat. Sie haben dieses religiöse System, was der Mensch sich dort aufgebaut hat, in der Jochgemeinschaft mit dieser Welt, aufgedeckt. Sie haben es aufgedeckt, ans Licht gebracht, offenbart und gestraft. Und zwar aus einem liebenden Herzen heraus. Stellt euch vor, ich sitze jetzt hier gerade vor dem PC und ich rieche, dass es hier verbrannt riecht. Mir wird langsam klar, dass ich in einem brennenden Haus sitze. Und anstatt jetzt in den Hausflur zu rennen, an allen Türen zu klopfen, zu klingeln und zu rufen, dass sie sich hier rauszubewegen haben, meine Mitmenschen und Nachbarn, nehme ich diese Erkenntnis für mich, grüße vielleicht noch ein paar Nachbarn, denen ich begegne auf dem Hausflur und verziehe mich dann. Das ist doch unterlassene Hilfeleistung. Das ist doch mangelnde Liebe. Eigentlich dürfte kein Video, kein Buch, keine Botschaft, keine Predigt mehr sich um irgendwas handeln als um diesen Ruf. Gerade in Anbetracht der Zeichen der Zeit, in der wir leben, die du doch erkennst, Lothar. Wie ist das möglich? Eins ist klar, dieser Ruf macht einsam. Genau dieser Ruf der Absonderung, den der Herr schon bei Abraham begonnen hat, Ekklesia, die Herausgerufene, ja woraus denn? Ja genau aus diesen ganzen alten Bindungen, diesen Jochgemeinschaften und die dann noch als Leib Christi zu proklamieren. Und da spielt es doch ja keine Rolle, ob du den Status eines eingetragenen Vereins hast oder nicht. Weil du bist ja überall unterwegs. Wenn du dann jemanden triffst, der zum Glauben kommt, empfehlt ihr denn nicht irgendwelche Gemeinden, Kontakte, wo sie dann hingehen können, zu den Brüdern der Baptisten oder dorthin oder dorthin oder dorthin und ladet sie ein, genau dort hinein, anstatt herauszurufen? Das ist doch mangelnde Liebe. Das ist doch dann genau dasselbe, mit oder ohne Status. Und wenn man sich den Weg unserer Brüder anschaut und den Weg unseres Lammes, da ging es nicht mehr um das Eigenleben. Da ging es nicht mehr um das eigene Werk zu schützen, sondern sie haben ihr Leben dahingegeben, Gott zur Ehre und vor allen Dingen für die Nächsten, damit sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dafür haben sie aufs Maul bekommen. Und zwar richtig. Kann man durchlesen, vom ersten Buch Mose bis zum letzten Buch der Offenbarung, gibt es dafür von dieser Welt aufs Maul. Weil alles andere kannst du verkündigen. Da kommen schöne Predigten, die wir teilweise auch mit hochladen, die doch auch deutlich zensieren, weil wir ja keine Werbung machen für den Redner oder für den Verein, den er vertritt. Das schneiden wir schön raus, denn es geht allein um das Wort und nicht um den Redner. Da kommen wunderbare Predigten von der Absonderung Abrahams und vieler Dinge mehr. Aber dann, in der praktischen Umsetzung, fehlt es dann. Und das tut mir leid. Und da ladet ihr euch nur noch umso mehr Schuld auf. Denn wer lädt sich denn mehr Schuld auf? Derjenige, der in seiner Verblendung in dieser Jochgemeinschaft mit dieser Welt verharrt? Oder derjenige, der durch den Herrn die Erkenntnis bekommen hat, sich davon abzusondern, dies auch tut, aber letztendlich alle anderen in ihren Stand stehen lässt und sie nicht warnt?
Eigentlich müsste uns das Herz und der Mund übergehen, herauszurufen. Offensichtlich ist die Erkenntnis noch gar nicht da, wie lebensgefährlich dieser Stand eigentlich ist. Denn der Herr sagt ja deutlich auch in der Offenbarung, das ist der Ruf, den uns der Herr seit 20 Jahren ins Herz legt. Offenbarung 18,4. Weil wenn man dort mitteilhaftig ist, durch seine Mitgliedschaft und in diesen ganzen Verbänden dieser Kirchen, Sekten, Organisationen, die ja das Evangelium den Bedürfnissen der Menschen angepasst haben, sie verkündigen ein verkehrtes Evangelium, um nicht mehr anzustoßen, um ihre eigenen Werke willen, um ihr Leben zu schützen, zu pflegen und zu hüten. Wo ist die Liebe dort zu irrenden Geschwistern? Doch dieser Weg der Propheten, der Apostel und des Lammes, die dit verkündigt haben, die werden einsam. Aber das sind genau die, die bekennen, ich habe überhaupt keine bleibende Stätte. Ich bin Fremdling, ich bin Pilgrim, ich bin auf der Durchreise in ziemliche Jerusalem. Wir sind hier berufen als Salz und Licht der Erde. Ich habe hier keine Übereinkunft mit dieser Welt. Denn ich bin durch Christus, durch den Glauben an sein Werk, meiner alten Natur, der Sünde, also der Knechtschaft dieser Welt, der Knechtschaft der Sünde, der Knechtschaft des Teufels, in der Taufe abgestorben. Ich bin dieser Welt gekreuzigt. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt. Wenn der Herr das nicht gesagt hätte, würde der kein Pfennig von mir bekommen. Weil was macht er mit dem Geld? Die von Gott eingesetzte Obrigkeit. Er verkauft Waffen und führt Kriege, Abtreibung, Mord und Totschlag. Wenn ich jetzt anfangen würde, von der Ungerechtigkeit, die von der von Gott eingesetzten Obrigkeit zu verantworten ist. Was heißt hier, seid der Obrigkeit untertan? In demselben Kapitel steht geschrieben, dass die Liebe des Gesetzes Erfüllung ist, denn die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, aber die Liebe redet auch Wahrheit mit seinem Nächsten, damit er zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, und zwar auch einer Obrigkeit. Ohne Wenn und Aber, da gibt es überhaupt kein Ansehen der Person. So wie ein Johannes, der Täufer, unser Bruder. Es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders nimmst. Dafür wurde er enthauptet. Ich weiß nicht, welcher Psalm genau, 82 oder 86, der mahnende Ruf an die Obrigkeiten Gottes, wie sie umgehen mit den Menschen. Sie haben doch mit Gott nichts mehr am Hut. Und die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Das ist die Gesetzeserfüllung. Und wem muss ich denn fragen? Welcher Bruder hat sich mit Fleisch und Blut jemals besprochen, wenn es darum geht, Gemeinschaft mit seinen Geschwistern zu haben? Auch das Bild der Gemeinde ist vollkommen verloren gegangen. Der Leibschaft Christi. Ich habe hier Anfragen bekommen, wo man sich fragt, welche Bibel lest ihr? Und ich meine das nicht von oben herab, so wie Paulus jetzt sagt, nicht, dass ich schon erreicht hätte oder vollkommen sei, aber ich strecke mich aus nach dem vorgesteckten Ziel der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Ich lasse das hinter mir und schaue nach vorne. Der Weg und das Ziel steht fest. Aber was habe ich denn als Kind Gottes mit dieser Welt und ihren Maßstäben zu schaffen? Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um diese bösen Werke der Welt aufzudecken, um ihnen zu zeigen, dass sie Buße tun müssen, dass sie Vergebung brauchen. Er hat sie herausgerufen aus dieser Welt und sich nicht mit ihr eins zu machen. Wo ist das alles hin? Was ist Gemeinde? Die Grundlagen des Glaubens, wie Paulus sie beschreibt im Hebräerbrief, das wird alles nicht mehr verkündigt. Glaube, Ablegen der toten Werke, Buße, Taufe
und neues Leben. Ist alles nicht mehr so wichtig. Aber hohe Predigten und hohe Erkenntnisse, die werden verkündigt. Aber die Grundlage ist völlig vor Schutt gegangen. Was ist überhaupt Gemeinde? Familie, was ist Gottes Kindschaft? Dass ich dem alten, gottlosen Wesen abgestorben bin. Und da fragt mich dann jemand, der dann dieses kurze Video gesehen hat, ich möchte ganz gerne dazu biblische Belege. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Bloß weil ich jetzt kein Kapitel und kein Vers dazu nenne, ist das nicht biblisch? Das kam übrigens später dazu. Das waren ganze Briefe. Ich kann dir sagen, das steht im Galater, das steht im Epheserbrief, das steht im Titusbrief. Das kann ich dir alle benennen. Ich kann auch alle Stellen raussuchen. Das, was ich gerade sage, kann ich dir alles biblisch belegen. Denn der Autor der Heiligen Schrift wohnt in mir. Das Wort Gottes wurde Fleisch. In mir. Dieses Geheimnis ist komplett vor Schutt gegangen. Die Grundlage der Gemeinschaft. Dass Gott mich in seiner Liebe überführt hat durch sein Wort. Wer ich eigentlich bin. Dass ich tot bin in meinen Sünden. Ewig verloren. Schon gerichtet. Auf den Weg in die ewige Verdammnis mit Gott als Vollstrecker des Urteils. Was die Bibel als schrecklich bezeichnet. Und dann kam die frohmachende Botschaft, die Gnade, die mich um meine Knie gezwungen hat, nämlich die Liebe Gottes, dass er sich für mich dahingegeben hat, obwohl ich ein Feind Gottes bin. Und er zu mir sagt, pass mal auf, an dir ist nichts Gutes, gar nichts. Da kannst du machen, was du willst. Du musst vom Neuen geboren werden. Was aus Fleisch geboren ist Fleisch und was aus Geist geboren ist Geist. Deshalb glaube meinen Worten, glaube meinem Urteil über dein gottloses Wesen, deiner alten, sündigen Natur, der Sünde, dem Hochmut, dem Unglauben Gott gegenüber, tue Buße und lass dich taufen. Sterbe deinem alten Leben ab. Gib dem Urteil Gottes, dem Gesetz Gottes Recht, das Urteil über dein altes, gottloses Wesen. Du musst sterben. Das ist die biblische Botschaft. Das ist Absonderung. Denn ich bin nicht mehr von dieser Welt. Mein Reich ist nicht mehr von dieser Welt. Denn ich bin dieser Welt gekreuzigt und begraben. Durch die Taufe in den Tod Jesu Christi hinein. Ich bin eine neue Kreatur, ein Kind des Allerhöchsten, als Zeuge der Wahrheit in dieser Welt, um ihr zu bezeugen, dass ihre Werke böse sind und einen jeden Einzelnen als Salz und Licht der Erde einzuladen zu dieser lebendigen Hoffnung, dass wir hier keine bleibende Stätte haben. Und da habe ich keine Obrigkeit zu fragen, außer eine einzige Obrigkeit, Jesus Christus. Wo ist das hin? Was heißt hier, ich habe mich zu beraten dafür? Wer will denn die Liebe Gottes aufhalten, mich mit meinen Geschwistern treffen zu wollen, mit ihnen zu beten, mit ihnen Gemeinschaft zu haben? Gott dafür zu danken, was er an mir getan hat und bis heute tut, in seiner Langmut und Geduld, mich in sein Bild umzugestalten. Da muss ich keine Frau Merkel fragen. Und wenn sie mich dafür einsperren will, dann soll sie das tun. Da müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber ihr seid so festgefahren in eurem vermeintlichen Gemeindebild. Einer steht vorne wie ein Büttner an der Rede und alle sagen Amen. Und danach gibt es Kaffee und Kuchen, Sonntag von 13 bis 16 Uhr und dann dies und dann kommt mittwochs die Bibelstunde, dann kommt dies, dann kommt das, dann kommt jenes. Es ist alles, es ist religiös. Und das wird jetzt angetastet und plötzlich bricht das alles in sich zusammen. Was für ein Gemeindebild habt ihr als Kinder Gottes überhaupt, die, die ihr euch gläubig nennt? Alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Nicht wie Herr Kotsch hier antwortet hat, ja, im Laufe der Kirchengeschichte gab es auch mal Verfolgung.
Alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Ja, warum denn? Weil sie den Fußtapfen des Lammes nachfolgen. Er, der das Haupt ist, ist doch diesen Weg hervorgegangen, vorangegangen und hat uns ein Beispiel hinterlassen, dem wir folgen sollen. Wie soll es uns denn anders ergehen, wenn der, den der Fürst dieser Welt hasst, in uns wohnt? Denn der, der euch aufnimmt, nimmt mich auf und den, der mich gesandt hat. Das ist übrigens Gemeinschaft, ihr Lieben. Das ist der Leib Christi, dessen Haupt Christus selbst ist. Und ich ein Glied an seinem Leib, dadurch, dass ich vom Neuen geboren bin, dadurch, dass ich dem alten Wesen abgestorben bin, dadurch, dass Christus in mir wohnt. Dadurch bin ich ein Glied am Leib Christi. Dadurch bin ich ein Baustein des lebendigen Tempel Gottes. Denn der, der euch aufnimmt, der nimmt mich auf und den, der mich gesandt hat. Ihr seid nicht höher wie euer Meister. Wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie euch auch verfolgen. Es ist doch offensichtlich und klar, aber genau das ist vor Schutt gegangen. Es ist alles religiös. Ich und Jesus. Paulus sagt, nun nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Ich bin gestorben. Baptistus sum. Gekreuzigt und begraben mit Christus. Und das ist, was die Welt hasst. Solange es immer noch um das eigene Werk geht, um das eigene Leben, um schöne Vorträge und hohe Erkenntnisse, baut der Teufel die Kirche und steht an der Kanzel. Sobald es nur noch um Christus allein geht, um sein Reich, um seinen Namen, um seinen Willen, nicht mehr um mein Reich, nicht mehr um meinen Namen, nicht mehr um meinen Willen, dann gibt es von dieser Welt aufs Maul. Nur dann. Und es ist kein Gegenbeweis, dass ihr so ohne leben könnt, ohne Verfolgung, ohne Verspottung, sondern in der Obhut dieses Staates, der euch eigentlich verfolgen sollte, der Fürst dieser Welt, der in den Kindern des Unglaubens sein Wirken hat. Sie sind Kinder des Teufels. So wie ich es doch selber auch einmal war. Ich war tot in meinen Sünden. Der Teufel war mein Vater. Und der Herr hat mich errettet, hat mich herausgerissen aus diesem Tode. Als Zeuge der Wahrheit, die Menschen dazu einzuladen. Aber offensichtlich hat die Christenheit es geschafft, das auszubügeln, das wegzuschaffen. Und das wird genau daran offenbar, dass ihr einfach so bestehen könnt. Euch gegenseitig einladet, schöne Vorträge hält, hohe Erkenntnisse habt, nach hohen Dingen trachtet. Die schönsten Predigten sind nichts wert, wenn die Grundlage des Glaubenslebens, wie Paulus sie beschreibt, einfach weggefegt werden. Das ist Religion, das ist toter Glaube, das hat mit Christus nichts zu tun. Alle, sagt er, alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Warum? Weil ich jetzt geil darauf bin? Nee, sondern weil die Liebe in Person, schaut euch doch das Lamm Gottes an, die Liebe in Person, ohne Sünde. Der Schöpfer von Himmel und Erde hat seine Herrlichkeit verlassen, ist niedriger geworden als die Engel, ist als Mensch erfunden worden, hat sich den Sündern angenommen, nicht den selbstgerechten Religiösen, die mit dieser Welt rumgehurt haben, die aus ihrer Frömmigkeit ein Gewerbe gemacht haben. Nein, den Sündern hat sich der Herr angenommen, den Hurern, den Mördern. Solchen Leuten wie mich hat er sich angenommen, die nichts sind in der Welt. Blinde hat er sehend gemacht, Krüppel gehend. Er hat sogar Tote zum Leben erweckt. Die Liebe in Person. Gott in Christus Jesus kam in sein Eigentum. Der alles aus nichts gemacht hat, indem er sprach, kam in sein Eigentum.
und hat hier nicht gefragt, ob er predigen darf oder nicht, ob er sich jetzt hier mit seinen Brüdern versammeln darf oder nicht. Ganz im Gegenteil, er hat dieser weltlichen Obrigkeit klargemacht, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Ansonsten würden seine Jünger jetzt kämpfen dafür, dass er nicht übergeben werden würde und für ihre Grundrechte einstehen. Welches Gottesbild haben wir überhaupt? Das ist genau das, was der Herr verkündigt hat in der Endzeitrede. Das ist der Verfall der Frömmigkeit zur Endzeit. Wir leben mittendrin. Was heißt hier? Ich muss immer lachen, wenn mein Bruder sagt, dicke Schaf, ja, die Endzeit kommt irgendwann. Ich muss lachen. Aber es ist bitter ernst. Das ist so weit fortgeschritten, dass ihr das schon ja nicht mehr mitbekommt. Und dieser Herr, der in sein Eigentum kam, hat sich also nun den Sündern zugewandt. Solchen elenden Menschen wie mich. Mörder, Hurer, Totschläger, Dieb, einfach ein Verbrecher. Solchen Menschen hat sich der Herr angenommen. Die Liebe in Person, ohne Sünde. Und hat sich verhöhnen lassen, verspotten, verlachen. Ins Angesicht haben sie ihn gerotzt. Eine Dornkrone haben sie ihn aufgesetzt. Sie haben ihn mit einem Rohr geschlagen. Sie haben ihn ausgepeitscht, wie einen räudigen Köter. Diesen Herrn der Herrlichkeit. Und haben ihn dann entblößt, um ihn ans Fluchholz zu nageln. Und wisst ihr, wer an vorderster Front war, ihr Lieben? Es waren die religiösen Gläubigen, die sich mit dieser Obrigkeit eins geworden sind. Die standen an vorderster Front und haben geschrien, kreuzigt ihn, denn wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Kreuzigt ihn! Wir haben keinen König außer den Kaiser. Unsere Obrigkeit ist unser Herr. Ja. Und dadurch bin ich gerettet, ihr Lieben. Weil er Licht ins Dunkel gebracht hat. Das ist Liebe. Er hat sein Leben für mich dahingegeben, hat kein Blatt vor den Mund genommen. Genauso wie unsere Brüder und Apostel, Paulus, Petrus, Johannes, Markus, Matthäus, wie sie alle heißen, die Propheten, zersägt, zerhackt, gesteinigt. Schaut euch doch mal den Weg unserer Apostel an, dessen Worten wir doch folgen. Schaut euch doch alleine den Weg unseres Bruders Paulus in der Apostelgeschichte an, auf seinen sogenannten Missionsreisen. An einem Tag wurde er gesteinigt, am nächsten Tag wollte er da wieder hin. Habt ihr das mal gesehen, wie das aussieht, wenn jemand gesteinigt wird? Wenn alles aufgeplatzt ist, alles scharf ist, ins Gesicht, alles blau und grün, blutig von oben bis unten. Und die Liebe hat ihn getrieben, wieder hinzugehen. Schaut euch doch mal die Briefe an, die er uns hat hinterlassen, in der Bibel, in den Worten Gottes. Die mahnenden, deutlichen, strafenden Worte. Warum? Weil er sich jetzt als Herrscher aufspielen wollte? Nein, weil er ein liebendes Herz hatte für irrende Geschwister, sie aus diesen ganzen Bindungen herauszurufen. Damit sie endlich mal ernst machen mit ihrem Glaubensleben. All die, die ihr von Ernsthaftigkeit der Nachfolge sprecht. Das, worum es eigentlich geht, nämlich die Liebe zu Gott und dem Nächsten, das ist was Schottian, aber Sabbat wollte er halten. Und singen wollt ihr im Chor und euer Werk aufbauen. Ihr Lieben, die Zeit ist weit vorangeschritten. Schaut euch nach Israel um. Der Feigenbaum, der jetzt blüht, steht jetzt mitten in den Nachrichten. Am 14. Mai 1948 wurde Israel gegründet. An einem Tag, so wie der Herr in Jesaja gesagt hat, wurde sowas jemals schon gesehen, dass ein Land an einem Tag geboren worden ist, ein Volk? So wie der Herr das verkündigt hat, dass er sie zum Ende der Zeit, nach der Zerstreuung unter alle Völkern, wieder sammeln wird in das Land ihrer Väter.
Er hat gesagt, diese Generation, die dies alles sehen wird, die wird auch die Wiederkunft des Herrn erleben. Also wenn man sich an den Zeichen der Zeit umschaut, mit diesem Verfall der Frömmigkeit, was übrigens die erste Warnung in seiner Endzeitrede ist, als die Jünger ihn fragen nach den Zeichen seiner Wiederkunft, da warnt er seine Jünger vor der frommen Verführung. Und hier wird doch gerade offenbar, dass wir da mittendrin leben. Und ihr habt alle schön eure Schäfchen in eine falsche Sicherheit gewiegt, dass man ohne Verfolgung, ohne Hohn und Spott in Eintracht mit der Obrigkeit leben kann. Und das wird jetzt angetastet. Und plötzlich klappt euer ganzes Christusbild, euer Gemeindebild zusammen. Das hat mit der Leibschaft nichts zu tun. Der Herr hat immer herausgerufen. Wenn ich ein Kind Gottes bin, aus Gott geboren, in meinem alten Leben abgestorben bin, in einem neuen Leben wandel, bin ich ein Glied am Leib Christi. Und da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und da muss ich niemanden fragen. Da gibt es kein Ansehen der Person bei Gott. Und deshalb, der EV spielt eigentlich keine Rolle, sondern die Früchte, die daraus erwachsen, sollten euch zeigen, was diese Jochgemeinschaft mit sich bringt, nämlich die Lauheit, das Hinken auf beiden Seiten. Das nennt unser Herr übrigens Hurerei. Soll ich denn meinen Gliedern nun der Hure hingeben, mit der ich dann eins werde? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Jetzt kann ich raussuchen und sagen, welche Stelle das ist. Jetzt steht geschrieben im Jakobusbrief. Der Leib Christi hat mit dieser Welt nichts zu schaffen. Und dit ist dit, was wir zu verkündigen haben. Raus aus diesen ganzen Bindungen. Und wohin? Dem Bräutigam entgegen, ihr Lieben. Dem Herrn entgegen. In seine Arme, in seine Hand. Das ist erstmal das, was mir so auf dem Herzen liegt. Wie gesagt, ich habe mir das nicht vorgenommen, ich habe mir da nicht aufgeschrieben. Aber ich denke, es ist klar, was uns da auf dem Herzen liegt. Das ist das, was uns seit 20 Jahren bewegt. Was uns der Herr aufs Herz gelegt hat. Und was jetzt zu dieser Zeit immer deutlicher und klarer wird, immer offensichtlicher. Und da, wo ich gerade stehen geblieben ist, dass ja anhand der Zeichen der Zeit zu sehen ist, wie weit fortgeschritten wir sind, anhand Israels, den Verfall der Frömmigkeit, also den Feigenbaum, Kriege, Hungersnöte, Naturkatastrophen, all diese Dinge, aber gerade der Feigenbaum, der gerade anfängt, oder der blüht seit 1948 und die Generation, das sind laut Psalm 90, 80 Jahre, manche werden 90, manche werden 100, ich lege mich da jetzt nicht fest auf Tag und Zeit, aber es ist klar und deutlich, dass es vor der Tür steht und es wird ja auch bald eine Obrigkeit offenbar, denn das Böse regt sich bereits und wartet im Prinzip nur noch auf seine Offenbarwerdung, dem werden sich alle unterwerfen. Alle. Er wird eine ganze Welt regieren. Und in der Offenbarung steht geschrieben, dass alle auf Erden ihn anbeten werden, sich dieser Obrigkeit unterwerfen werden, wie bei Nebukadnezar und dem Standbild. Alle haben sich hingeworfen. Alle, Völker und Sprachen. Aber wie viele sind stehen geblieben, ihr Lieben? Drei Männer Gottes. Drei. Ich weiß nicht, wie viele da waren. Aber nur drei sind stehen geblieben. Meint ihr, der Menschensohn wird Glauben finden, wenn er wiederkommt? Und auch die, die ihr die Menschen in die falsche Sicherheit gewogen habt, dass der Herr die Seinen vor der Trübsal herausholt. Auch das ist diese falsche Sicherheit.
Erst schafft man sich eine christliche Nische in der Jochgemeinschaft mit dieser Obrigkeit, arrangiert sich mit ihr, um dieser Verfolgung aus dem Weg zu gehen, um dann noch bequemlicherweise aus Lohn vom Herrn vor der Trübsal erdrückt zu werden. Na, herzlichen Glückwunsch! Der Weg des Lammes ist ein Zeugnis seiner Liebe, und zwar bis zum Schluss. Darum geht es. Das sind die Zeugen, dass er bis zum Schluss sein Herz aufgemacht hat und dafür geworben hat, das Werk Gottes durch Christus groß gemacht hat, das Evangelium vom Reich Gottes und nicht von dieser Welt. Und deshalb ist es so wichtig, sich davon abzusondern, aus diesen falschen Sicherheiten, die jetzt so langsam zerbrechen, weil der Herr gesagt hat, das Gericht Gottes beginnt am Hause Gottes. All eure weltlich-irdisch gesinnten Strukturen, die werden sich langsam auflösen. Und demnächst wird der offenbar, der anstatt Christus, der Weltenretter, der hier weltweit regieren wird und sich anbeten lassen wird, kommt ihr dann auch mit Obrigkeit untertan sein? Römer 13? Der wird mit Zeichen und Wunder eine ganze Welt verführen. Dieser Sog der Endzeit wird so stark sein, dass es jetzt nur noch umso wichtiger ist, seine anvertrauten Schäfchen darauf einzustellen, klare Kante zu zeigen, Jesus Christus groß zu machen und nicht eure Vereinigung, die mit diesem Weltgeist, der dann offenbar wird, eins geworden sind. Das ist unsere Aufgabe. Den Menschen das zu sagen, sie herauszurufen und sie darauf vorzubereiten. Wir dürfen vom Sieg ausgehen. Ihr zittert alle um euer Leben, um eure Arbeit, um euer Geld, um euer Dasein, um eure Werke. Und Christus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Wir als Kinder Gottes dürfen vom Sieg ausgehen. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Das Schönste kommt für uns noch. Das ist frohmachende Botschaft. Teufel, Tod und Sünde sind besiegt. Es ist vollbracht. Er hat ihn den Schädel zertreten und ihn zum Schauspiel gemacht. Ich bin nicht von dieser Welt. Wo ist diese Botschaft geblieben? Das ist das, was ihr als Hirten zu verantworten habt, die ihr gerne Hirten und Lehrer sein wollt, die euch diese Titel auf eure Bücher schreibt, über eure Internetseiten. Ich bin lediglich das, was ich bin aus Gnade. Ein Kind Gottes durch das Werk Jesu Christi und den Glauben, den er mir geschenkt hat und dadurch, dass er in mir wohnt. Halleluja. Ihr Lieben, ich könnte wahrscheinlich noch weiter erzählen. Ich weiß jetzt auch ja nicht, wie lange das hier geht, aber ich denke, das ist soweit alles gesagt. Ich wünsche euch das. Und dass euch das aufgeht. Von ganzem Herzen. Denn wie gesagt, die Zeit ist nah vorangekommen. Und der Sohn des Abfalls wird bald offenbar. Sein Anspruch, sich anbeten zu lassen, wird weltweit sein. Und jetzt steht geschrieben, dass alle, die auf Erden wohnen, ihn anbeten werden, außer die im Buch des Lammes geschrieben stehen. Also machtet fest, dass ihr darin geschrieben seid und ihr hier keine bleibende Stätte habt. Weil das Friedensreich, was er hier auf dieser Welt errichten wird, in seiner trügerischen Sicherheit, wird vergehen. Hier wird es kein Paradies auf Erden geben, ihr Lieben. In dieser Gesinnung, gelobt sei, der da ist, der da war und der da kommt in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.